Hallöchen, ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge Planet Crafter. Wir erkunden immer noch das neueste Update. Und wir haben in der letzten Folge schon mal in dieses neue Biom reingespitzt. Da möchte ich heute gerne dieses neue Schiff, was da drin ist, erkunden. Vorher möchte ich aber gerne noch was machen. Wir haben in der letzten Folge diesen Baumsamen mitgeholt. Bevor ich den jetzt hier irgendwo in der Welt Pflanze, möchte ich den tatsächlich super gerne mal hier reinmachen und den mal angucken. Ich glaube, der sieht hier schon voll cool aus. Vor allem, ich weiß noch nicht in welchem Biom, aber der würde überall ein bisschen reinpassen. Hier ist zwar ein bisschen, wenn man jetzt halt hier so steht, natürlich ein bisschen komisch mit diesem Baum hier, aber der Baum passt halt von der Struktur ein bisschen zu dem da. Aber der sieht, also, ich finde ihn voll hübsch. Und es sind halt diese Bäume, die in diesem Biom sind, ne? Aber wenn wir da einen zweiten finden sollten, dann würde ich den da irgendwie reinmachen oder so, irgendwo. Muss ich mal gucken, wo. Schaue ich einfach mal. Ach ja, was ich geschaut habe auch noch. Wir haben ja hier, ich weiß gar nicht, welche Tiere wir hier alles drin haben. Aber das war tatsächlich diese Spezies. Also hier haben wir Spezies 2... Hier haben wir 3 und hier haben wir 1. Also das ist tatsächlich in diese neue Spezies. Und ich würde sagen, und das machen wir auch gleich mal. Eine normale passt schon. Ich weiß nur nicht. Ich weiß nur nicht, welche Dingsies wir machen. Aber das gucken wir einfach mal. Also hier haben wir ja Farbe. Ich habe super viel ausgedüngt. Da habe ich Raketen hochgeschossen und so weiter, weil ich ja so viel hatte von denen. Und jetzt gucken wir einfach mal. Wir haben jetzt jede Farbe einmal. Ich weiß nicht, ob das gerade alle Farben sind, aber auf jeden Fall haben wir jede Farbe einmal. Ich habe meine Liste gerade nicht offen. Ich hatte mir eine schöne Liste gemacht, wo alles drin steht, welche Ressource, welches Gen gibt. Aber die habe ich gerade nicht offen. Und hier habe ich nochmal die Zweier und Dreier von den Spezies. Ich würde sagen, wir machen eine Mischung. Eine Mischung? Wir machen braun und blau. Ja. Dann, das da waren die beiden neuen, die ich gefunden habe. In den, was heißt neuen? Also nicht neuen, sondern neu für die, die ich schon habe. Also die haben wir in den Kisten gefunden, aber die hatte ich schon mal. Hier haben wir 7 und irgendwo war 9. Hier haben wir 9. Aber ich würde trotzdem mal gerne das da nehmen. Dann nehme ich von den... Das war ja eine Größe, ne? Was ist denn so die größte Größe, die wir aktuell haben? 5? Sogar 5, ja. Aber wollen wir die größte Größe? Ich nehme mal 4. Ich nehme mal 4 von der Variante... Ich weiß halt gerade nicht, welche Variante was macht, ne? Fangen wir einfach mit den Varianten von vorne an. Machen wir das einfach so. Und von dem nehme ich mal, was habe ich? Nehmen wir mal die 5 und das da. Und davon haben wir gar nicht mehr so viele von dem. Da muss ich mal wieder welche machen. Falls wir nochmal so einen Vierer finden sollten, dann mache ich auch mal andere Varianten. Ach nee, wir haben ja gar keins oben mehr. Ich brauche eins oben. True. Wir haben keins oben mehr. Ich muss doch mal meine schlaue Liste aufmachen, weil ich nicht mehr weiß, welches oben war. Ich muss mal kurz meine schlaue Liste aufmachen. Und zwar waren das diese Schmetterlingslarven. Das ist ja voll cool, weil wir haben da ja voll viele. Jetzt lass ich mal kurz gucken. Welche hatte ich jetzt da drin? Hat mal Valiani und Penga dabei? Penga war dabei. Liani, glaube ich, auch. Wir gucken einfach mal. Ach komm, wir können ja ein paar machen, oder? Wir haben jetzt halt so viele von denen. Ob die gerade dabei waren, weiß ich nicht. Aber da wir so viele von denen haben, würde ich mal sagen, komm, why not? Dann machen wir die schnell. Dauert ja nie lange. Ja, und das ist auf jeden Fall oben. Könnte vielleicht weiß sein. Ja. So. Ja, diese Schmetterlingslarven, die geben sehr viel
für oben auf jeden Fall. Was bekommt man aus den dunkelblauen eigentlich? Was kam da raus? Ah, es gab auch noch dunkelblau. Das ist ja noch besser eigentlich. Das wird braun und dunkelblau. Die waren grau. Da, dass es keine Rot gibt. Welches musste ich jetzt wegmachen? Türkis, ne? Da würde ich sagen, nehmen wir hier oben doch mal das. Ich habe Durst. Dann haben wir alles, ne? Und dann machen wir das jetzt mal. Ich muss kurz mal trinken. So. Und dann... Hier ist noch ein Platz frei, ne? Hier ist noch ein Platz frei. Ich werde mal für Vorführungszwecken. Was bist du denn? Das hat Hörner vorne. Irgend so ein Wildschwein. Das sieht aus wie so ein Wildschwein-Dödi. Mit Geweih. Ja, das Geweih ist bestimmt die Variante. Und das Geweih ist die... Das war er gerade. Habt ihr das gehört? Also dieses komische Gemurmel macht immer er hier. Aber liegt es an deinen Antennen? Wir warten mal, bis es ein bisschen größer ist, aber wenn es so klein ist, vielleicht sollten wir doch dann mal die höchste Größe verwenden. Die höchste Größe, die größte Größe. Größ. Hier habe ich jetzt halt schon ein Ding gemacht mit Sprengstoff. Ich nehme jetzt einfach ein klein bisschen mit. Vielleicht brauchen wir den gleich noch. Der wird da hinten produziert und wird hier dann eben gelagert. Ich weiß gerade nicht, ob ich noch einen zweiten... Also hier habe ich alles weitere schon mal drin für Teleporter. Ich weiß gerade nicht, wenn wir da hinten reingehen, brauche ich da schon einen neuen Teleporter? Also ich habe einen Teleporter hinten reingestellt. Aber ich glaube... Nee. Oder wollen... Nee. Hier sind zwei Raumanzüge, die ich eben schon doppelt habe. Hier habe ich welche hingestellt. Ich habe die ein bisschen verteilt. Hier habe ich zwei hingestellt. Hier stehen jetzt halt 8. Ich finde es voll cool, wenn man hier durch so einen Gang geht. Aber vielleicht mache ich das irgendwann mal wieder anders. Und hier habe ich 2 hingestellt. Das sind jetzt 15 Stück. So viele, wie es geben soll. Mal gucken, ob wir die alle voll kriegen. Oh, ich habe gerade... Ich sollte vielleicht noch mal kurz essen. Warte mal, ich kann doch hier, wo ist hinten? Hier. Kann ich mir da schon was nehmen? Dankeschön. Merci. So, und dann haben wir hier das Red Falls Biom. Boom. Hier waren wir schon, hier in diesem... Nee, warte mal, hier waren... Ja, hier unten waren wir schon. Also hier waren wir schon. Hier haben wir rumgeguckt. Ich habe auch schon mal diese Kisten, wo ich in der letzten Folge... gesehen habe, mitgenommen. Also diese Standardblauen, wo einfach nur für mich halt so Standardmaterialien drin waren. Heute wollen wir hier reingehen. Das ist genau unter freiem Himmel. Sieht man, dass hier ein Schiff... Man sieht es sogar, dass hier ein Schiff ist. Wie cool. So, und ich habe schon mal gespingst. Also hier geht's dann hoch. Hier kommt man hin, glaube ich. Ich möchte aber ganz gerne noch mal kurz hier hin. Weil hier ist noch so ein kleiner Gang, wo man dann tatsächlich zu so einer Kapsel, nicht Kapsel, zu so einem Teil hier kommt. Da ist auch Loot drin. Gucken wir gleich rein. Ich will hier gerade nochmal gucken. Okay, wir haben die goldene Kiste. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass die goldene Kiste hinter so einem Wasserfall ist, weil der ist ja dafür eigentlich prädestiniert. Es gibt übrigens auch, weil ich gerade Wasserfall
weil ich gerade Wasserfall gesagt habe. Es gibt hinter dem Wasserfall, ich weiß auch welchen Wasserfall, weil ich schon gefunden habe, aber ich habe es noch nicht aufgemacht. Gibt es eine kleine Höhle noch zu erkunden? Ne? Kommt man aber da auch nur rein? Ich wusste gar nicht, dass die hier auch spawnen. Also ich habe die schwarzen Schmetterlinge hier gesehen. Aber ich wusste gar nicht, dass die auch, dass die hier spawnen. Und das sind doch die, die wir schon mal hatten, oder? So. Auf jeden Fall gibt es da auch noch eine kleine... Oh mein Gott, und wie die spawnen. Die haben auch diesen Larven-Spawn ein bisschen angepasst. Es sollen jetzt halt allgemein mehr Larven spawnen. Aber jetzt zu meinem Satz, also hinter dem Wasserfall ist auch noch so ein Ding, wo man sprengen muss und da ist auf jeden Fall auch nochmal was. Es wird so als Secret Place, glaube ich, immer beschrieben. Da werden wir auch noch hingucken, auf jeden Fall. So, aber hier, so ein Ding hat man ja schon mal so ähnlich, ich glaube in diesem Aluminiumfeld. Sah ja auch so ähnlich aus. Und hier ist halt Loot, 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 Loot. Ich würde den jetzt ja ganz ehrlich erstmal hier lassen. Und ich würde ihn später holen, wenn nichts wirklich Wichtiges mit dabei ist. Ich würde mal das da gerade so machen. Und den hole ich einfach später. Weil es ist jetzt für uns nicht so wirklich was wahnsinnig Wichtiges dabei. Ich mache das jetzt alles mal kurz hier rein zum Zwischenlagern. Und den hole ich dann später einfach. Mache ich mal so. Und den hole ich dann später einfach. Nur... Ich wollte nur mal zeigen, dass hier auch so ein kleines Teil ist. Aber ich glaube... Ich weiß nicht, ob wir... Ich weiß natürlich nicht, was wir jetzt da so an neuen coolen Dingern finden. Oh Gott, sieht das schön aus. Es ist einfach super schön. Ich fliege mal kurz so rüber. Hier gibt es auf jeden Fall super Legierung auch. Hier auf diesem Weg. Gibt es so kleine Superlegierungspoppel. Jetzt wäre ich fast daneben. Hier kommen wir in dieses Schiff rein. Zumindest glaube ich das, weil ich keinen anderen Eingang gefunden habe. Was ist das? Scotty! Was sieht das schön aus? Holy moly. Das haben die wirklich schön gemacht. Ist super schön. So. Durst mache ich gleich. So, hier ist jetzt was Neues. Ich habe keine Ahnung, wie riesig das sein wird. Ich weiß auch nicht, ob man da was abbauen könnte von den Dingen her. Oh, da bekommt man wieder Eisen. Also die da könnte man abbauen, aber muss ich jetzt nicht unbedingt machen. Also hier ist auf jeden Fall noch zu. Hier sind Kisten. Ich gucke jetzt einfach nur mal rein. Und wenn die Kisten ein bisschen leer sind, kann ich ja mich hier schon mal ein klein bisschen... Und das da brauche ich nicht unbedingt. Wie gesagt, die hole ich dann später. Ich will die eigentlich nur mal mit euch zusammen durchgucken. Ob vielleicht irgendwas Cooles... Was? In der kleinen Kiste? Okay. Hier sind auf jeden Fall auch wieder welche drin. Die haben wir aber schon. Da war jetzt ja noch kein Vierer mit dabei. Also hier wären Kisten... Hier sehe ich nicht, dass irgendwas dahinter wäre. Muss ich das wegmachen, um dahin zu kommen? Nein. Die ist komplett stopfvoll, aber ich... hier ist 5, hier ist 1. Nee. Hier, die könnten wir zum Beispiel abbauen. Und das da muss ich jetzt wegmachen. Ja, und wir haben hier wieder einen Schrank. Ich mach die mal wieder hier mit rein. Und hier haben wir wieder... Oh, der sieht so schön aus. Den habe ich schon gesehen. Das sind Tubios auch neu. Der da sieht so schön aus.
Warte, wir ziehen den an, wenn ich. Das war jetzt leer, ne? Wir ziehen den an, wenn ich hier draußen bin. Und das hole ich dann später mal. Wir ziehen den gleich an. Kann ich da, wenn ich jetzt eh zurückgehe, kann ich ja eigentlich schon mal. Komm, nimm einfach mal so einen Schmonster mit. Ich nehme jetzt halt auch immer lieben gerne wieder meine Blumensamen mit, weil ich jetzt riesige Schränke habe, wo die reinpassen. So, pass auf. Moment. Ich finde ihn irgendwie cool. Noch cooler fände ich's. Ich mag diese Farbkombi auch so nicht unbedingt rosa, aber so rot-rosa. Also ein bisschen dunkler wie Magenta vielleicht. Von dieser Kombi und so ein richtig schönes Gelb. Das sieht voll cool aus. Aber der sieht auch wirklich schick aus. So, ich habe gerade Durst. Deswegen trinken wir da. Und dann würde ich sehr gerne. Ich habe gerade keine. Hier hinten ging es ja raus. Ich habe gerade keine Ahnung. Von welcher Seite wir da rein müssen. Hier komme ich nicht hoch. Wir gucken dann gerade mal noch in den Canyon kurz. Also nicht jetzt, sondern. Na, doch, könnten wir eigentlich. Ich habe kein Ding im Canyon. Das fehlt noch. Ich habe keinen Teleporter im Canyon. Das ist ja ungeheuerlich. Jetzt habe ich das Tier dauernd draußen. Es macht immer dieses komische Geräusch. Und hier haben wir diesen zweiten neuen Tubio. Und der sieht auch cool aus. Ich finde aber diesen Streifen ein bisschen zu neon. Aber es sieht auch cool aus. Also mich stört's nicht, aber ich kann Leute verstehen, die vielleicht sagen, dass dieses Tierchen vom Geräusch her ein klein bisschen. Weißt du was? Ich mache das alles jetzt mal hier rein und das räume ich später dann, weil sonst dauert es jetzt einfach zu lange, in diese Bäume. Ich weiß nicht, habe ich noch irgendwo hier in der Nähe was frei? Wenn nicht, muss ich. Also wir haben. Ich habe die ein bisschen verteilt. Aber hier drüben. Du bist ein Zweier, ne? Warte. Ja, du bist ein Zweier. Ich hatte mal diese komischen Bäumchen hier drüben hin. Jetzt habe ich wieder keinen Teleporter mitgenommen. Warte kurz. Da flog eine Drohne. Aber das wird nicht viel größer, ne? Guck dir mal das da an im Vergleich zu dem hier. Also hier steht, hier werden auch dann nur mal Raumanzüge drin sein. Aber jetzt. Nee, wie viele waren das? Gott, ich musste das Rezept anpinnen, weil sonst habe ich keinen Plan mehr. Ich kann mir das nicht merken. Also mal kurz vielleicht, aber. Vor allem hörst du das halt in der ganzen Basis, ne? Egal, wo du bist. So, wir gehen mal schnell runter. Diese Bäume hier zum Beispiel, also es wachsen jetzt halt auch auf der ganzen. Oh, hier ist noch einer frei. Es wachsen jetzt auf der ganzen Map auch teilweise random Bäume. Kommt immer drauf an,
welche Bäume du selbst hingesetzt hast. Also hier zum Beispiel. Ich glaube nicht, dass ich... Nee, ich habe hier keine Pilze hingesetzt. Ich habe hier die da drin, oder? Und wenn, dann habe ich keine anderen drin. Nee, hier ist gar nichts mit drin. Und dieses Eck hier. Das hat das Spiel gemacht. Das war ich nicht. Also ich war nur... Hallo? Schlüssel. Ich war nur dieses hier. Aber ich glaube, ich lasse es fast lieber so dann. Ich meine, ich mache das jetzt kurz mal wieder rein, weil ich sonst den mitschleppen muss. Oder ich mache es hier rein und es gibt komplettes Chaos. Aber den mache ich später raus wieder. Also den, der bleibt nicht, weil das wird hier voll Chaos mit diesen ganzen Bäumen schon wieder. Aber hier finde ich es auf jeden Fall so, glaube ich, cooler. So, wir gehen mal hier hin und ich will schnell nochmal diesen Zugang aufsprengen. Ich glaube, hier war nämlich auch noch ein Zugang. Hier sieht es halt auch schon voll schön aus mit den ganzen Bäumen hier drin. Also die Bäume hier war ich. Und das war ich. Und das da auch. Oh, ich wusste gar nicht, dass man hier so rüberlaufen kann. Hallo. War das das da oder war das der andere? Ich bin jetzt hier. Es muss der andere sein, weil hier komme ich nicht dahin. Muss dieser andere sein, oder? Andere. Hier haben wir jetzt den Zugang in dieser Cave. Ich weiß jetzt gerade nicht. Kann ich das hier oben? Ich habe nur gerade nichts mehr gesehen. So, hier gibt es dann noch ein bisschen so kleinen Loot. Es ist wirklich gerade super dunkel. Ich habe... Warte mal, ich muss kurz die... Den... Ich musste kurz den Raum ablaufen. Das da nehme ich jetzt mal mit. Hier hoch, ne? Ich sehe wirklich absolut nichts. Also ich glaube, das ist ein Gang hier. Geht's hier auch nochmal? Kann es euch gar nicht sagen. Ah, und da kommt man hier oben raus. Und das ist das, was ich mal gesehen hatte, oder? Nee, das da habe ich tatsächlich gar nicht wahrgenommen hier. Oh mein Gott, aber guck mal, wenn du hier bist, und das ist auch super dunkel. Also auf jeden Fall hier so, das eine war ja, glaube ich, war das hier irgendwie auch vorne und das ist auch vorne. So, jetzt stelle ich noch meinen Teleporter auf. Holy moly, ist das dunkel. Das ist gut, so finde ich es geil. Das nehme ich. Können wir auch gucken, ob wir da irgendwas vergessen haben. Bin ich gerade im falschen Eingang? Bin gerade im falschen Eingang. Na, ich komme gerade hier raus. Dann gehen wir wieder zurück. Ich werde mich verlaufen. Apropos verlaufen. Da gibt es auch noch eine kleine Neuerung. Ich mache das jetzt halt trotzdem mal hier rein, weil ich einfach gerade... Ich hole das. Ich habe es mir aufgeschrieben. Ich hole das dann irgendwann mal. Zwischen den Folgen. Habe ich jetzt irgendwas weggeworfen, was ich für einen Teleporter brauche? Nee, ne? Wegen Verlaufen und so weiter fiel mir gerade noch was ein. Und zwar, ich weiß nicht, ich glaube, es ist auch schon in diesen neuen Wracks, die hinzukamen. Und zwar... Es ist jetzt halt so, dass... Ach, hier sind zwei. Deswegen war ich verwirrt. Und zwar ist es jetzt so, dass... Ich gehe schon wieder in den falschen, ne? Diese Wracks...
mit den, wo teilweise so labyrinthmäßig aufgebaut sind, wo man da zu den Standorten reisen muss und so, die waren ja immer ziemlich, also du konntest dich da sehr gut verlaufen und ein paar Leute hatten da irgendwie immer so ein bisschen fast wie so Platzangst oder wie auch immer. Und da wurden ein paar Räume hinzugefügt. Warte mal, ich meine, wir haben hier einen Teleporter, aber ich mache auf der anderen Seite auch nochmal einen Teleporter hin. Wir haben da ein paar Räume hinzugefügt, die das alles ein bisschen auflockern sollen, die ein bisschen weitläufiger sind, damit es nicht mehr gar so sehr aufkommt. Aber es ist halt nach wie vor schon noch ein Labyrinth. Also. Ne? So, lass mich überlegen. Aber das fiel mir gerade so ein. Also wir haben das neue Biom, wir haben das neue Schiff. Wir haben die Zugänge. Wir können uns tatsächlich gerade mal was Neues angucken. Bevor wir diese Wracks machen, in zwei Stück, die wir schon hatten, waren wir ja schon. In dem beim Stargate und in dem vor unserer Haustür. Es gibt aber noch ein paar Stück. Und es gibt eben, wie gesagt, diese neuen. Ich würde aber ganz gerne, wir haben heute nicht mehr so viel Zeit. Wir machen das hinterm Wasserfall in der nächsten Folge. Wir machen das hinterm Wasserfall in der nächsten Folge. Ich möchte mir gerade noch mal hier diese Bäumchen angucken. Oh, die sind noch klein. Ich hole mir mal meinen anderen Baum wieder. Weil der passt da nicht rein und das soll da auch nicht sein. Oh, die gehen sogar bis darüber. Sehr cool. Nee, diese Bäume sollen da nicht sein. Nee. Die sind viel zu dicht und überhaupt. Geht weg. Hier ist gar nichts drin, hast du gesagt, ne? Da muss ich mal... Mach ich mal weg. Hier ist übrigens auch einer. Hoppale. Die Bäume sind von mir. Hier. Hier ist auch was. Wir können das ganz gerne schon mal wegsprengen, weil dann habe ich meine Dinger hier weg. Ist es runtergefallen? Ja, wir müssen nochmal sprengen. Manchmal fällt es runter. Meinst du, es geht weg, wenn es da oben liegt? Wir testen es mal. Wir haben ja genug. Ja. Sehr gut. Da können wir dann auch mal rein. Ich spitze gerade schon mal. Ach komm, ich habe gerade Platz in meinem Inventar. Ja, hier können wir dann das nächste Mal reingehen auch. Hier ist auf jeden Fall eins. Ich habe immer noch diesen Ding da in meinem Inventar. Den Baumverteiler. Hier waren wir ja schon. Ich finde diese Bäume, ich meine, diese Bäume hier sehen halt mega cool aus, ne? Die da hier. Und ich finde die da hier voll cool auch. Und die da. Weißt du was? Dass sich keiner mehr in dieser Welt zurechtfindet und hier hinten überall nur noch Chaos ist, mache ich den jetzt dann einfach hier hin. So, tschüss. So, und jetzt muss ich mal gucken. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Ich weiß es nur so grob. Wo war dieses andere Wrack? Wenn jetzt suchen wir das in der nächsten Folge, aber ich dachte, das war hier irgendwo. Hier ist es. Der Eingang ist noch versperrt. Ja, und dann brauchen wir eh wieder neue Dingsies. Sprengstoffe. Ja. Da ist auch noch ein Eingang. Wieso stürzt da immer alles mit diesen Balken da zusammen? Das ist doch... Hier hinten ist eine Kiste.
Wow. Wow. Ja, hier geht's dann weiter. Da gucken wir... Was ist da oben blau? Achso. Da gucken wir das nächste Mal rein. Oh Gott, ich finde diese Bäume so schön. Oh. Und diese Blümchen hier. So. Dann habe ich hier irgendwo einen Teleporter. Ach Gott, ich kann ja auch heimfliegen. Die Folge ist eh zu Ende. Und daher fliege ich auch immer schnell zu heim. Würde ich sagen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann werden wir uns auf jeden Fall diese Wracks angucken. Gucken, ob wir noch neue Raumanzüge finden. Und natürlich gehen wir zuerst einmal zu diesem Secret Place hinter dem Wasserfall. Da bin ich echt schon super gespannt. Oh Gott, jetzt wird es dunkel. Wir sind gerade im dunklen Aluminiumfeld. Ist da eigentlich auch noch was? Warte mal. Hier war doch... Ich weiß nur nicht mehr genau, wo dies gewesen ist. Hier. So was meinte ich. Hatten wir hier schon mal... Hatte ich da was vergessen? Nee, hier ist nichts mehr. Hier ist auch nichts nachgespawnt oder so. Okay. Leute, dann schicke ich euch mal in die nächste Folge. Die Bäumchen wachsen hier noch fleißig. Ich bin mal gespannt, wie die hier in diesem Biom aussehen. Das kann ich gerade so gar nicht einschätzen. Aber ich finde die Bäume auf jeden Fall vom Ding her schöner als die da. Obwohl die auch cool aussehen, wie die da. Aber ich finde diese roten hier, die würden besser hier reinpassen irgendwie. Vielleicht mache ich die hier hinten dann auch irgendwo hin. Muss ich mal gucken. Oh nein, Superlegierung. Ich gehe gerade rein, weil es wird gerade wieder super laut und kratzig. Leute, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen wieder in einer neuen Folge. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht es gut. Ciao.